Zur Erinnerung. Gestern hatte Verdi Kempten kurzfristig zu einem Pressegespräch eingeladen, ohne Vertreter des Klinikums Kempten-Oberallgäu. Klinikgeschäftsführer Andreas Ruhland stößt die Kritik durchaus sauer auf. Vor allem, weil die Patientensicherheit im Krankenhaus von Verdi angezweifelt wird. Also ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt unverantwortlich, in welcher Art und Weise Verdi dort von Patientensicherheit redet. Offensichtlich haben sich die Beteiligten einfach nicht vernünftig über die Sachlage informiert. Patientensicherheit steht in keinster Weise zur Diskussion, sondern die Patienten werden genauso sicher und gut versorgt in der Zukunft wie in der Vergangenheit. Da wird sich überhaupt nichts ändern. Die Pflegehilfskräfte sollen dabei nur einfache Tätigkeiten ausführen, nachdem sie von examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern eingearbeitet worden sind. Die sollen dadurch entlastet werden. Wir haben ja das Konzept an der Klinik Immenstadt, gehört ja auch zu unserem Verbund, umgesetzt seit einiger Zeit. Und das Ganze läuft dort nach einer Einarbeitungsphase völlig problemlos. Hat zu keinerlei Qualitätseinbußen geführt. Und Ziel ist es, dass diese Pflegehelfer ihre Arbeit natürlich selbstständig machen können. Und das gelingt in der Praxis auch. Insofern kann ich diese Befürchtungen nicht teilen. Das Konzept soll in den nächsten 2 Jahren umgesetzt werden, laut Krankenhausleitung ohne Entlassungen. Schrittweise werden frei werdende Stellen mit Pflegehilfskräften besetzt. Ausgenommen seien davon aber in jedem Fall die Bereiche Anästhesie, OP und Intensiv.